Oh nein, da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Next. Schnappen wir sie uns. Da oben auf dem Berg, da sind noch mehr. Ich bin mit Looten beschäftigt, Spiel, alles cool. Es sind zu viele. Niemals zu viele. Wir schaffen das nicht. Urmutter, hilf uns. Pack deinen Bogen aus und schieße, der auf die scheiß Urmutter anzubeten, Mann. Vernichtet die Eindringlinge. Jetzt, runter, solange es noch geht. Alter, holy shit. Okay, das ist kinda crazy. Kritische Treffer. Wie viele Fertigkeitspunkte habe ich? 4. Was ist das hier? 50% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Lautlos zu erledigen. Lautloses Erledigen ist definitiv eine Idee. Mehr Heilung ist definitiv auch eine Idee. Good this way. Erledige die Angreifer, okay. Ich habe unendlich Munition. Genau in dem Moment rollt der Arsch. Come on. Muss doch irgendeinen einfacheren Weg geben. Boah, ich finde die Musik auch gerade ein bisschen ätzend laut. Kleinen Moment. Nichts gegen die Musik, aber die ist ein bisschen... bisschen sehr penetrant. Was sind das für Leute? Keine Ahnung. Wir haben uns attackt und wir wissen absolut nicht warum. Hier drüben ist das Ziel. Scherben.
Rohstoffvorratkiste, Wüstenglas. Scherben. Heilshit, Heilshit ist immer gut. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Warum denn Wagen? Ein Einkaufswagen, ja? So viel Shit, Mann. Okay. Ich bin gleich fertig mit los. Schlimmer ist schon total durchnässt. Mein Gott. Roll nicht so rum. Okay. Brauchen wir nicht. Zu spät. Gesicht zur Sonne, Kind. Verbrenne alles. Dazu deine Aufgabe. Wie du befiehlst. Aloy! Überlebe. Sie stirbt. Dass sie dort ist, ist Blasphemie. Sie muss zu ihrer Mutter. Kehr dein Gesicht zur Sonne.
Nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. What the fuck is happening? Warum ist niemand hier? Wo bin ich? What the fuck is happening? Was? Okay, einfach weiterspielen. Das Spiel wird sich bestimmt irgendwann erklären. Auch wenn mich dieses er schmeißt mich vom Berg runter übelst an Tekken erinnert hat. Ich weiß nicht wieso. Wo zum Geier bin ich? Warum sind hier Maschinendinger? Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Sie wurde wenigstens in einen Vulkan geschmissen, immerhin. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? What the fuck? Was haben die alten Damen hier versteckt? Jetzt mal ehrlich. What the shit? Warum ist hier... Weitersuchen. Warum ist hier eine fucking Robotür? Was? Ich empfange eine Art Signal. Tust du? Oh, von da. Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Okay, das ist ein kaputtes Gerät. I see. Es ist halt schon creepy, dass hier kein Schwein ist, ne? Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Da, mit meinen anderen Sachen. Okay. Okay. Was kannst du mir zeigen? Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson? Wer sagt, dass ich genauso bin? Möglich. Dann Beeilung, ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach?
Du hast mich hergebracht? Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Okay. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Keine Sorge, gleich taucht nur Pentagramm auf den Bogen auf und du bekommst Schusswaffen und musst den Dämonenschlüssel. Oh wait, das wäre Doom. Okay, wo bin ich geboren worden und warum bist du... Was weißt du, was du mir nicht erzählen kannst? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Wer zum Geier ist Lansra und wer ist Jessa? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Okay, warum ist es kompliziert? Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Was? Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Oder? Oh. Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Ich sehe die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein, nein. Bitte, bitte. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich... Weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen.
Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Okay. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Okay. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Die Urmutter ist ein Computer. Ich will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Okay. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Besser wäre das. Ich glaube nicht, dass die mir zuhören. Außerdem hat ja jeder Plot-Armor. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra. Sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Nora-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay. Gibt es noch andere? Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Natürlich immer ein andermal. Als ob ich irgendwie ansatzweise mal Erklärungen von dem Spiel krieg. Was war mit fucking Rost? Der war nicht freiwillig ausgestoßen. Beziehungsweise er ist freiwillig ausgestoßen, aber warum? Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Okay. Rost war 100% ihr Vater. Das Weirde ist ja, dass Väter in dieser gesamten Story anscheinend überhaupt gar keine Rolle spielen. Es heißt immer nur Mütter. Von Vätern hörst du so gut wie nie was. Und ich finde, es gibt gerade so viel weirder Shit, der in meinem Kopf vorgeht, weil die ganze Story total merkwürdig ist. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte. Wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Ruinen der Metallwelt klingt sehr gut.
Und ich glaube, da findet man Antworten. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Okay. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja. Aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl. Einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Was sind die verdorbenen Lande? Warum nennt ihr die Lande jenseits des Nora-Lands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Genau. Klar. Sicher. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Sie hat so viel Shit, Mann. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Geworden. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Das ist ein Lagerfeuer, wo ich nicht speichern kann. Der ist ja cool. Okay, wir sammeln jetzt erstmal Shit ein. Spült den metallischen Geschmack weg. Holz. Wo bin ich überhaupt, Karte? Ich bin hier. Okay, da ist quasi... Ach, ich bin hier. Ich könnte noch mal in die Ruinen zurück. Weil ich vermutlich gehe da raus und dann Ruinen und dann irgendwo hin. Ich vermute mal dahin, wo wir mit Beckenhaupttor, da werden wir wahrscheinlich hingehen. Okay. Ich werde aber mal eben Pause machen. Ich muss erstmal den ganzen Shit irgendwie verarbeiten, der hier passiert ist. Holy moly. This game is fucking crazy.